Alt Oberfranken, sie ist unser Maria, Maria, ich bin ja eins zu früh. Maria, 24 Jahre, Oberbayern für den Oktober. Also, sehr schön. Hier bitte. Dann kommst du weg, rechts, links, mit dem immer schön fertig. Haben wir für die Maria auch ein Mikrofon? Ja. Maria, ein paar Worte zu Ihrem Motiv. Bei Ihnen auch Technik im Hintergrund, was sehen wir da? Ja, das ist bei mir so Fendt und ich tue Luftfilter ausgelassen. Haben Sie das eigentlich davor schon mal jemals gemacht? Jetzt mal ehrlich. Nein, das habe ich jetzt so noch nie gemacht. Aber was macht man denn alles für die Kunst? Genau. Erster Eindruck, als Sie das erste Mal Ihr Bild gesehen haben, zufrieden? Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es ist halt komisch, sich selber so zu sehen auf so einer Leinwand, so in groß und ja, es ist komisch, aber es ist schön. Vielleicht einmal für die Zeit davor, wer hat sich beworben? Haben Sie sich selbst beworben oder war es die Idee vom Freund oder von der Familie? Ich habe mich selber beworben und habe es bloß meinem Freund und einem Trainer gesagt. Und ja, da bin ich jetzt zum Casting gefahren. Und wo ich genommen worden bin, habe ich es dann jedem erzählt. Und wenn man das dann erzählt, muss man da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten oder waren alle von Anfang an begeistert? Nee, es waren eigentlich alle begeistert. Und jetzt nach dem, was man sehen kann, glaube ich, ist die Begeisterung auch durchaus berechtigt. Ich glaube, damit kann man sich wirklich anfreunden mit dem Motiv für den Monat Oktober. Bin da drin. Wie schaut es bei Ihnen aus? Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Ihr Verlobter hat einen Hof. Das heißt, Sie werden auch in der Landwirtschaft bleiben. Das ist richtig, der hat einen Hof. Also er macht momentan mit seinem Vater und ich gehe momentan selber in Arbeit. Aber das in der Zukunft ist es ja immer dann. Lass ich auf mich zukommen. Aber Maria, vielleicht noch ein Punkt so auf die moderne Landwirtschaft. Weil wenn man jetzt in der Stadt rumfragt, dann sagen die meisten wahrscheinlich, ich möchte mal irgendwann später mal im Beruf arbeiten oder irgendwo im Büro arbeiten oder irgendwo in der Werkstatt. Was ist das Schöne an einer Landwirtin oder an einem Landwirt? Dass man in der Natur ist. Das ist schon schön in der Natur draußen, auf die Felder, das frische Gras, wenn man das riecht, das ist schon, die Natur ist einfach schön. Und man ist selbstständige Unternehmerin, genau. In dem Fall die Maria aus Oberbayern für den Monat Oktober. Das ist Oberfranke. Bitte schön. So, Luisa, auch von Ihnen vielleicht ein paar Erklärungen zu Ihrem Motiv. Also erst natürlich wie immer leinhafte Frage, wahrscheinlich, wenn ich mich wieder outen als totaler Ignorant, was ist das für eine Maschine, die Sie da gerade bedienen? Ein Anmischautomat für Milch für die Kälber. Ja. Und da habe ich gerade Milchpulver eingefüllt. Das heißt, da kommt dann praktisch dann das raus, was man den Kälbern gibt. Genau. Okay, bei Ihnen ist es ganz interessant, das sieht man vielleicht ein bisschen im Hintergrund, meine Damen und Herren, das ist ein Motiv mit tierischer Begleitung. Im Hintergrund sieht man die Kuh, das heißt, man hat schon ein bisschen länger shooten müssen unter Umständen, damit dann die Kuh wirklich auch in die Richtung schaut, in die sie schauen soll. Richtig, ja. Also wir wollen unbedingt Tiere auch mit auf dem Bild haben und haben uns eben dann auch für das Motiv mit den Tieren entschieden. Weil wir auch natürlich welche hatten ohne Tiere drauf und da wir ja den Jungbaum im Kalender darstellen, haben wir gedacht, Tiere sind perfekt dafür. Auch bei Ihnen natürlich die relativ einfache, aber Frage, die man schon stellen muss, habe ich auch den Kolleginnen gestellt, wie gefällt Ihnen das Motiv, wie ist es geworden, weil am Anfang weiß man es ja nicht so genau. Also dafür, dass wir uns wirklich, ich sag mal, verrenkt haben für das Bild, es ist sehr, sehr schön geworden und ich finde, es ist einfach toll getroffen. Ja, wieso haben Sie sich verrenken müssen für das Bild? Normalerweise stehen wir jetzt nicht unbedingt so da. Aber das heißt, man muss dann schon so eine Pose einnehmen, damit dann die Fotografin sagt, das sieht jetzt gut aus, so was so den Hüftschwung angeht und was so die ganze Kunst, also die ganze Figur angeht. Ja, dass man einfach richtig Körperspannung behält. Also auf Deutsch ist es ziemlich unbequem, so dazustehen.
Auch. Was bei Ihnen ganz interessant ist, Sie sind eigentlich Werkzeugmechanikerin, aber trotzdem wird es später in die Landwirtschaft gehen? Also wir haben ja nur einen kleinen Betrieb daheim, nebenbei. Und nebenbei klar, aber hauptsächlich bin ich auf Arbeit gegangen. Und bei Ihnen, wer hat sich beworben? War das Ihre eigene Idee oder sind Sie von irgendjemandem drauf gestoßen worden? Als beworben habe ich mich selbst, aber es war eigentlich die Idee von meinem Vater. Und ja, hat geklappt. Das heißt, Sie mussten auch keine Überzeugungsarbeit leisten, sei es beim Freund oder bei der Familie, dass man sich bewirbt und dann 2018 unter Umständen im Kalender mit dabei ist. Nee, die stehen alle komplett hinter mir und finden es als tolle Sache auch. Ja. Also, tolle junge Damen rund um das Thema Landwirtschaft hier in Bayern. Herzlichen Dank, vielleicht nochmal großer Applaus. Dankeschön an die Damen. Großartig gemacht.